Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, магия цветов со льдом наших стаканов. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Human Fall Flat. Ja, wie man sieht, bin ich so ein Sackboy und muss hier Rätsel machen. Aber bevor das Video jetzt richtig beginnt, wollte ich noch sagen, dass ich hier GTA 5 Online spiele auf der Xbox One. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr bei mir beitreten würdet. Ich heiße da Seehafenchef 41. Und ich bin dann ja so tagsüber, wenn wir das so absprechen, online, sag ich mal. Ich kann momentan leider keine Aufnahmen machen, weil ich hier noch kein Aufnahmegerät dafür habe. Wird aber jetzt Laufe der Wochen noch kommen. Und dann sag ich mal, ja, lass das Spiel beginnen. Als erstes ist die Bewegung WASD. Für vorwärts, rückwärts, links, rechts. Auf die Leertaste springt man. Das ist meist dafür da, dass man schneller ist oder für die Aufgaben. Auf T legt man sich so hin. Und ja, mit der linken Maustaste, linken Arm, mit der rechten Maustaste den rechten Arm. You've just grabbed an instructional video. Hold it tight. Great. Whenever you're lost or otherwise in despair, look around for such remotes. Once activated, they'll provide instructions ranging from not very helpful to totally useless. If there is no remote around you, you may return to initial despair, or you may start looking for ways to solve the puzzle instead. So, das war jetzt so ein kurzes Video, so eine Einleitung hier, wie, ja, man was macht, so mit den Armen. Ich sag mal, das alles mir jetzt diese in der Ecke rein. Na da, das ist auch. So, gehen wir mal durch die Tür. Humans, they will run into every door they encounter. Ja. Wie man jetzt mitgedrückt hat, bin ich jetzt durch die Tür durchgegangen. Und ich wollte jetzt nicht runterspringen. So, man hat jetzt hier den Knopf. They will push every button they see. Mit dem linken. Ja, die Fresse. Shut up, please. Also, hier mit dem linken Arm konnte ich jetzt Knopf drücken. Direction. As you may have noticed, you will reach for things that you're looking at. If you can't grab something or push a button, don't blame your hands, blame your head. You may need to look up to grab something that is high. And you will have to bend over to reach something that is on the floor. Don't worry, this is a safe place. Was jetzt gesagt wurde, ist, dass wenn man nach unten guckt, guckt man oder greift man nach unten. Wenn man nach oben guckt, greift man nach oben und dann kann man zum Beispiel da auch Gegenstände. Da ist jetzt zum Beispiel das beste Beispiel. Warte. Wir haben zwei Knöpfe. Einer oben, einer unten. They will reach high and bend low to achieve their goals. So, jetzt haben wir offen. Was ich noch sagen möchte, oder was ich selber festgestellt habe, ist, dass man Abkürzungen geben könnte, kann, so gerade wie man Lust und Laune hat, wie zum Beispiel hier. Okay, das war jetzt eigentlich schon ein bisschen glückmäßig, aber wir hängen uns hier mal hoch.
Das Spiel ist bei Steam erhältlich und weil ich jetzt nicht hochkomme, lasse ich mich mal fallen. Ja, wie man sieht, ist das so, dass man nicht das Spiel komplett neu laden muss, wie bei manchen Spielen, sondern ja, man hat so immer, dass man nach unten fährt, also die Welt auf einmal unter dir ist und du dann oben spawnst. Ja, das ist schon mal das, was jetzt hier ist. Dann sieht man jetzt hier Notausgang. Das heißt, hier ist das Level zu Ende. Und das ist jetzt hier das Tutorial-Level. Jetzt kommt das erste richtige Level, wo man auch Abkürzungen gehen könnte. Gerade so, wie man Lust hat. So, jetzt beim nächsten Level angekommen, sieht man hier vorne ist ein Zug durch die Wand gefahren. Und wir haben hier eine schöne Bank, wo wir, wenn wir auf T drücken, uns so Art hinsetzen können. Wir haben drei Wege, sag ich mal. Einer, ja, sag ich mal, der so gedacht ist, um Spaß zu haben, abzukürzen. Für die Leute, die das Spiel durchmachen möchten, wie richtigen Level, können auch durch. So, ich stelle das mal hier hin. Weil ich komme eh hier gleich nochmal vorbei. Also, erste Level ist hier mit den Waggons, die man hier einmal nach rechts schieben muss, bis am Anschlag. Wenn man die Kraft dazu hat. Und einmal hier nach rechts. Kann man auch hier durch. Mit dieser Aufgabe, die ist schon kniffliger. Und man sieht, dass ich erstmal sofort runterfall. War nicht so gerade mein bester Sprung in diesem Spiel. Das ist dann noch Richtung. So. Oben gucken, hüpfen. Schon haben wir hier die Tür auf. Hier ist ein guter Platz, wenn man auch vermehrt ist, sich die Bank zu nehmen, wenn man die greift. Und warum ist sie jetzt? Ah, kann man doch schieben. Ist nur ein bisschen kräftiger als die anderen Gegenstände. Ich habe das leider nicht hinbekommen, diese Bank darunter zu werfen. Das kann man, wenn man zu zwei, zu dritt ist, sag ich mal, einfacher machen natürlich. Und schneller. Ich habe aber jetzt, sag ich mal, keinen guten Lust drauf da. So, dann gehen wir weiter. Halten uns einmal hier fest. Halten uns fest, nicht hier laufen runter. Nee, falsche Richtung. Auf A drücken, ja. Und dann kommen wir das Level weiter. Einmal hier eine Tür. Nochmal hier eine Tür. Und schon sind wir hier im Raum. Ja, hier sieht man, dass man abkürzen könnte, wenn man Lust hat. Oder auch nicht. Weiß jetzt gerade nicht, wo man abkürzen kann. Das gucke ich mir jetzt mal hier an, wenn man hier runterfliegt. Also, ja, wenn man hier die Tür öffnet, kann man dann da oben so raus oder da hinten. Oder was man machen kann ist, weil ich ja die schöne Tonne hier habe. Nehme ich die, schieb die dann da hinten hin. Ja, ein bisschen. Das ist
Ja, manchmal ist es ziemlich schwer, Leute. Also seid nicht so sofort frustriert, wenn das mit den Armen manchmal nicht klappt. Die sind komischerweise wie Pudding. So. Oh. Nochmal hoch. Und schon ist man auch hier oben, wenn man keinen Bock hat, den schönen Weg zu gehen. Oder was man machen kann, ist so. Immer so. Nein, 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 nein. Festhalten, festhalten, festhalten. Festhalten. Oder das passiert, man rutscht einfach runter. Ja, Leute, wenn einer Bock hat, könnte man da hochklettern, theoretisch dann so. Da oben so drauf, wo ich es hinzeige. Da so bis hier bei der Stange. Oder auch gar nicht. Ich springe jetzt erstmal in Abseits, um sofort wieder dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Aua. So, jetzt gehen wir hier hoch. So, das ist jetzt das Ende von diesem Level und auch von diesem Video. Also, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo, wenn nicht. Und wenn euch das auch das Spiel unter interessiert, bitte lasst ein Like da und dann sage ich mal.